Sag mal, hast du dir denn schon ein Sedimentur geschnappt? Also, falls du ein Sedimentur hast, würdest du es vielleicht gegen mein Emolga tauschen wollen? Nein. Ich glaube ja, die Attacken von Megasauger und. Ich liebe ja die Attacken von Megasauger und Gigasauger. So rum. Mit der Attacke Fliegen kannst du alle dir bekannten Pokémon-Center besuchen. Dir unbekannte Orte kann dein Pokémon jedoch nicht anfliegen. Ey. Guten Tag. Wir vom Zustelldienst von Panairo City liefern allzu schnell und. Ich bin auch mal drüben, Poké, okay. Liefern allzu schnell und zuverlässig. Wenn ich etwas allein nicht erreichen kann, dann lasse ich mir des Öfteren vom Flug- und Psycho-Pokémon helfen. Daher kann ich mir ein Leben ohne Pokémon gar nicht mehr vorstellen. Wow. Super Zeit. Die Arena, so wie es aussieht. Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtliche Ödnis wieder urbar gemacht. Dieser tatkräftige Gemeinschaftsgeist von einst wird niemals niemals schwinden, Menschenskinder. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine. Wenn man schmackhaftes Gemüse züchten, will man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es im Gewächshaus aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Wow. 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 Peace. Aha, Ball. TM 58, freier Fall. Mich faszinieren Flugzeuge, die elegante, formvollendete Gestaltung der Maschine, die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik, alles perfekt für den Flug abgestimmt. Wenn du aufpasst, kannst du, achso, haben wir ja schon. Gut. Da landet nur täglich eine Frachtmaschine. Hier noch was hinter der Arena irgendwo? Nein. Der anderen Seite. Nein, dafür sind hier lauter Gewächshäuser. Okay. Dann geht's wohl rein. Pokémon Arena von Panario City. Arenaleiterin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Hallo. Wo Geraldine ist, willst du wissen? Sie ist nach der Frachtzustellung rasch irgendwo hin verschwunden. Ich glaube, sie wollte zum Turm des Himmels. Okay, ich glaube, mit der Arena, das wird heute doch nichts mehr. Dann gehen wir halt zum Turm des Himmels irgendwo hin. Hier lang. Wahrscheinlich. Route 7. Route 7. Route 7. Route 7. Okay, reicht. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer von Format. So mag ich's. Hier. Route 7? Ja, Route 7. Nur, du hast falsch geschrieben. Hier, diese TM ist für dich. TM 57, Ladestrahl.
Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines... Nein, der Nikolaus kommt mit Route 7. Nein. Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffes erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Okay, bis morgen oder so. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verhört und bin hier versackt. Bis gestern. Ja, was denn nun? Gleich gestern, morgen? Ach, du bist nur einkaufen. Eine Herausforderung von Backpacker Enzo. Okay, Enzo. Enzo hat nur ein Pokémon, das sollte ja wohl machbar sein. Auch wenn es ein Feuer-Pokémon ist, was ein Level stärker ist. Das heißt, ich sollte das Pokémon wechseln. Oder? Nö. Nö. Voll nicht notwendig. Jetzt verstehe ich, solange ich still erreichen, ja. Sag mal, hast du dir denn schon ein Sedimentur geschnappt? Also falls du ein Sedimentur hast, würdest du es vielleicht gegen mein Emolga tauschen wollen? Nein. Ich glaube ja die Attacken von Megasauger und... ich liebe ja die Attacken von Megasauger und Gigasauger, so rum. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr, Menschenskinder. Lesen sollte man noch können. Nee, Pipipipi. So. Hallo. Die Holzplanken sind tückisch. Aha, tückisch. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fällst du hinunter. Echt? Geil. Dann machen wir lieber erstmal alle Trainer. Im hohen Gras gibt es nicht nur starke Pokémon, sondern auch Trainer. Wie in diesem Falle der Teenager Dietrich. Mit seinem Dietrich. Das ist so ein Ding. So. Feuerschlag. Bon, komm, just do it. Make your dreams come true. Anything is possible. Yesterday you said tomorrow. Just do it. L34. Egishita. Warum müssen eigentlich immer diese Typen kommen, die gerade schlecht sind? Auch nicht. Irgendwas ist da komisch.
So, ist aber trotzdem weg. Junge, was für ein Trainer, haha, lalala, okay. Hyperball, hype. Wildes Jesu-Kids erscheint. Tschüss, Jesu-Kids. Oh, das, so was, aber auch, du bist ja gar kein Pokémon, sondern nur ein Trainer. Okay. Das gibt Schläge. Also mit dem Pokémon gegen seinen Pokémon. Ganz normaler Pokémon-Kampf. Also komplett harmlos. Außer wenn Ron hier schon so weiter weglevelt. Oh. Oh. Ein Schnuthelm. Okay. Okay. Läuft. Und ein Serapendra. Really? Tschüss. Yay. Zugabe? Nein. Du bist kein gewöhnlicher Trainer. Nein, du bist ein sehr starker Trainer. Hier noch jemand? Also, nicht das Pokémon, sondern irgendwelche Trainer. Oh, ein Pitsneef. Pitsneef. Ja, wir sind hier durch, da ist keiner mehr. Das oben ist ja eigentlich auch nur da, um die Trainer zu umgehen, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Hallo, hier war ich schon drinne. YOLO.
So, wir sind durch. Beim Reihum-Kampf wechseln ständig die Positionen der Pokémon. Während dir der Kopf davon schwirrt, werde ich den Sieg einfahren. Reihum-Kampf, das hatten wir ja beim letzten Mal schon bei dem verliebten Mann. Dürfen wir jetzt also nochmal machen. Astrainer Till. Nice, man kann im Pro-Kampf einmal das Pokémon drehen und dann noch angreifen. Wenn man will. Also man kann hier einmal sagen, zum Beispiel das und Giftschock. Dann werden erstmal die Pokémon gedreht und dann wird je nachdem wieder angegriffen. Wie dann die Initiative-Werte sind. Kennt man ja alles. Hallo Blackie! So, bis... Tschüss! Ich hoffe, alles ist bei Blackie auch bestens. Ich frage ja eigentlich nie, wie es den Leuten geht. Im Stream, weil es ist immer blöd, wenn die schreiben, ja, mir geht's blöd, ne? Ich will ja auch hier nicht irgendwelche Dinge hören, die nicht notwendig sind. Das kann man ja auch woanders regeln. Deshalb frage ich nicht so nach dem Gemütszustand. Wenn ich hier jetzt irgendwie einfach nur Bild irgendwelche Attacken einsetze. Okay. Läuft. Ja. Hagelkörnern, okay. Komm. Krokodile, das schaffst du. Gut. Ja, ganz kompliziert bist du das Ganze entgegengegangen. Dabei war es doch ganz einfach. Läuft bei dir. Tipps für Trainer. Ist das eigene Pokémon schwächer als das gegnerische, gibt es für den Kampf mehr Erfahrungspunkte. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Je stärker das eigene Pokémon gegenüber dem gegnerischen ist, desto weniger Erfahrungspunkte. Sind hier Trainer? Hallo, gibt's hier Trainer? Oh, du hast einen Pokédex. Verstehe, das ist also der Grund, weshalb du auf Reisen bist. Was? Du bist Trainer?
Backpackerin Ruth Moschner, okay. Jetzt Peter ist vorne. Wow. Okay. Ich glaube, die Attacke ist nicht gerade so die gute. Ich wechsle mal kurz auf Antonia. Oh, ich wollte eigentlich darauf klicken, aber okay. Dann haben wir uns halt geschützt. Eindrucksvoll, aber was erwarte ich auch von jemand mit einem Pokédex im Gepäck?